So. Ja, du stehst schief. So, so, so. Man sieht mich nicht. Bling, 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 bling. Ja, super. So. Ich fange mal wieder an. Hallo, seid gegrüßt. Ja, heute hätte ich mal wieder was richtig Spannendes für euch. Ja, ihr könnt euch freuen. Eigentlich ständ hier jetzt auch ein Karton oder ich hätte den Karton in der Hand, aber wir hatten dieser Tage Altpapier und ich habe nicht daran gedacht, dass ich noch ein Video drehen wollte. Jö. Und von daher ist der Karton weg. Jo. Naja, so spannend war der Karton jetzt auch nicht. Ihr seht ihn ja auch noch im Unboxing. Und es gibt auf jeden Fall für euch heute einen leuchtenden Würfel. Ja. Den zeige ich euch jetzt. Also viel Spaß. Ja, so schaut es aus, das Leuchtwürfelchen. So wurde es mir heute übergeben. Also kein Karton drumherum, einfach genoppte Folie und die entsprechenden Aufkleberchen für den Versand da drauf. Das Ganze hat doch schon so anderthalb Wochen gedauert, bis es hier war. Und von daher bin ich dann jetzt doch mal gespannt, wie sich denn so ein Leuchtwürfel macht. Also, gucken wir mal, ob wir das ganze Ding hier aus dem ja doch sehr gut verklebten Teil bekommen. Schere habe ich schon parat liegen. Ja, da haben wir es. Ein bisschen eingedrückt das Ganze, aber davon war ja fast auszugehen bei der Verpackung. Aber gut, schauen wir mal ganz kurz den Karton. Mr. Go. Leuchtwürfel, Weinglas, Blümchen und von der anderen Seite Rechargeable LED Cube Light. Verschiedene Farben. Dann hier nochmal ein paar Angaben. 16 RGB, Waterproof. 0,4 Kilogramm und hier auch nochmal, da sind wir schon wieder am Anfang. Ja, statt des Weines gibt es hier einen Tee und das war es dann auch. Von daher reingeschaut. Ja, jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Da haben wir hier einmal wohl die Steckverbindung, gehe ich doch mal von aus, zum Aufladen. Ja, das Ganze schaut so aus. Eine Fernbedienung mit den Farben schon vorgegeben. Ich hole sie mal hier raus, dann sieht man sie ein bisschen besser. Knistert auch nicht so. Ja, recht schlichtes Teil. Kennt man ja auch von vielen LED-Streifen oder LED-Lichterketten. Dann ist hier noch die Batterie geschützt. In der Seite ist noch eine kleine Beschreibung. User Guide. Alles soweit in Englisch gehalten. Ich lasse mal ganz kurz hier durchs Bild fahren und kommen wir direkt zum Cube. Der hat doch ein gewisses Gewicht, Hartplastik. So. Schauen, leicht verschrabbelt ist es schon. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in der Aufnahme erkennen kann. Vielleicht hier vielleicht ein bisschen. Aber jetzt nicht extrem, wobei hier an den Kanten ist es schon ein bisschen abgeschürft, was wohl auch im Karton liegt. Da sind halt die Druckstellen. Dann haben wir hier unten so einen Verschluss. Jetzt habe ich es, glaube ich. Kriegst du noch nicht raus? Jo, jo. Dafür braucht man Finger. Dafür braucht man Fingernägel. Das kriege ich jetzt so gerade nicht raus. Wobei ich habe ja hier die Schere liegen. Gucken wir mal. So. Und dann. Na. Boah, geht das schwer. Ja, da ist ja der Verschluss zum Aufladen. Hier mal etwas näher. Also das geht echt schwer ab. Ist aber natürlich auch feste, damit kein Wasser reinkommen kann. Ziehen wir mal das Teil hier raus und klicken an. An. Das hat nichts gebracht. Wobei hier steht ja on off.
schwer zu lesen, aber jetzt sieht man es vielleicht beim Licht on, off. Das heißt, einmal tief reingedrückt und schon haben wir Licht. Man sieht jetzt in der Kamera, dass hier in der Mitte ein heller Punkt ist. Also das ist aber, wenn man so direkt auf den Cube schaut, auf den Würfel schaut, nicht so. Wobei die Beleuchtung an den Seiten etwas ungleichmäßig ist. Ich mache mal hier rundherum das Licht aus. So, ich habe dann auch nochmal die Kameraposition etwas verändert und ein bisschen Deko dazu geknallt. Und dann schauen wir mal eben die Farben durch. Grün, Rot, Orange, Türkis, Blau. Und letzte Reihe. Und dann haben wir sogar noch ein Weiß. Dann gibt es Flash. Da wechseln die Farben. Des Weiteren gibt es Strobe. Ein Blitzlichtgewitter. Smooth haben wir auch. Da müssen wir, glaube ich, wieder auf Farbe gehen. Moment. Und dann, wechselt das in dieser Form. Sucht sich das da jetzt bestimmte Farben aus oder wie habe ich das zu verstehen? Ich teste mal eine andere Farbe. Nehmen wir grün. Ja, je nachdem, welche Farbe man wählt, smoothed es in unterschiedlichen Farben. Und dann haben wir noch Fade. Das sieht so aus. Wow, da kann man blind werden. Aber für Partys natürlich eine witzige Sache. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, das Ganze etwas dunkler zu machen. Soweit in 4 Schritten, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. 5 Schritte insgesamt, also 5 Lichtstärken haben wir hier. Ja, das Licht ist nicht ganz gleichmäßig, sieht man ja wohl auch in der Kameraaufnahme. Man sieht hier halt die Kanten der Ecken und auch hier das Deckelchen von unten, das hier gegen die Kante stößt, gegen die untere Kante stößt. Das scheint ein bisschen durch. Okay, ich denke, das war es aber ansonsten soweit. Was ist das? Das ist ein Lichtwürfel. Und was macht er? Der leuchtet blau. Ja, so ist das mit dem Lichtwürfel. Der kann nett leuchten und auch blinken, was aber einen doch nach einiger Zeit ziemlich nervös macht. Für Partys vielleicht ganz nett. Ich sehe gerade in der Kamera, da wirkt das, als wenn der immer nur weiß blinken würde. Aber dem ist nicht so. Ein bisschen weiter weghalten. Ihr seht das auch hier an der Wand, die Farben. Also der leuchtet schon nett bunt. Nur mir ist das Blinken hier dann doch ein bisschen zu heftig. Von daher lassen wir es mal in einer Farbe. So eine nette Sache. Ich habe das bei mir im Wohnzimmer auch tatsächlich jetzt stehen, den Würfel am Sideboard. Ich hatte euch ja mal gezeigt, dass ich so eine LED-Lichterkette um meinen Fernseher herum gebaut habe und mit dem Würfel zusammen in Kombination mit den gleichen Farben und so sieht das wirklich ganz nett aus. Ich blende mal eine Aufnahme ein. Ja, so schaut das im Moment bei mir aus. Oh, Fernsehbild ist sogar auch gerade passend in blau. Jedenfalls, ich habe mal LEDs um den Fernseher herum blau gestellt und auch den Würfel. Und hier das Ganze nochmal von nahem mit dem kleinen Jason. Ups, so schaut's aus. Nur ärgerlich habe ich auch gerade erst festgestellt, das Teil entlädt sich von selber. Ich hatte den vor kurzem nämlich aufgeladen vor ein paar Tagen. Boah, ist so 5 Tage, 6 Tage her. Und der hat sich leider komplett entladen, sodass ich ihn jetzt wieder einstecken musste vor der Aufnahme. Und das ist ein bisschen schade. Auch leuchtet der Würfel, es wird, glaube ich, angegeben, 10 Stunden kann er leuchten, aber ich würde mal sagen, so 8 bis 10 Stunden. Also man hat für 2 Abende was, dann kann man das Ding wieder für 6 Stunden an den Stecker hängen. Leider, ärgerlich, man kann es nicht mit dem Stecker zusammen aufstellen. Ihr seht, der guckt unten sehr weit raus. Mir wäre es einfach lieber gewesen, der Würfel hätte direkt einen Anschluss für den Stecker. Also das Kabel wäre fest mit dem Würfel verbunden und so. Und dann könnte man den gleich in der Steckdose lassen und entsprechend anknipsen, wenn man Lust dazu hat. Was mich eben auch störte, ist, dass man hier unten diese Kanten sieht von diesem Kreis hier, von dieser Platte. Das ist ein bisschen unschön. Aber ansonsten so schon eine nette Sache, nur leider auch. Für 25 Euro, glaube ich, ist das ziemlich teuer für so einen kleinen Würfel. Ich meine, die Dinger, die gibt es auch noch in unterschiedlichen Größen. Sogar so groß, dass man drauf sitzen kann. Die kosten dann nochmal ein ganzes Stück mehr. Und das finde ich schon ein bisschen teuer für so ein bisschen LED-Licht. Und wie gesagt, dass das Ding eben nicht fest an der Steckdose ist oder einfacher aufzuladen ist, sich nicht so entladen würde und. Das ist ein bisschen schade. Ja. Aber ansonsten
soll es das jetzt auch gewesen sein. Ihr seht, ein bisschen Saft ist wieder drauf jetzt, nachdem ich es kurz an der Steckdose hatte. Und blum, blum, blum. Fernbedienung und so funktioniert alles wunderbar. Also soweit eine nette Sache, aber mir preislich ein bisschen teuer und ein paar kleine Schönheitsfehler hat es auch. Okay, das war's dann aber auch wieder. Von daher, mach's gut, bis die Tage und blinke, blinke. Ja. Yeah.